Schöner reiten mitten in Baden-Württemberg, am Rande einer pulsierenden Stadt. Und doch mitten im Grünen. Sie denken, das geht nicht? Das geht sehr wohl. Im Reitverein Ludwigsburg, der seinen Sitz inmitten des Schlossparks Morepot hat, genau vor den Toren der Stadt. Die Parkanlage mit dem idyllischen See und das frühere Lustschloss der Herren von Württemberg, sie atmen Geschichte. Das Gelände ist herrlich, so richtig zum Abschalten. Alltag ist woanders. Der Reiterverein Ludwigsburg ist einer der traditionsreichsten und wichtigsten im ganzen Land. Schon immer wächst dort aus solider Basisarbeit die Spitze für den Turniersport im Lande heran. Die Ausbildung liegt in professionellen Händen. In erster Linie bei Pferdewirtschaftsmeisterin Sabine Klenk, hier im Bild. Seit einiger Zeit wird sie von Pferdewirtin Annika Gutjahr unterstützt. Mit weiteren Reitlehrern und Übungsleitern wird das komplette Ausbildungsprogramm ergänzt. Vom Reiten lernen bis zum Turnierstart und zu Siegen auf Landesebene. Ein Rädchen greift ins andere. Also ich denke, wir haben, was uns auszeichnet, ist, dass wir eigentlich nur Fachkräfte bei uns haben. Also bei mir angefangen, Pferdewirtschaftsmeisterin, den Herrn Wiegand als Stallmeister, der auch Pferdewirtschaftsmeister Zucht und Haltung ist. Ausgelernte Pferdewirte ohne Ende, Azubis, und ich denke, das hebt uns schon ein bisschen ab von den anderen Betrieben. Jetzt ist es so, dass gerade in diesem Jahr sind ganz viele Talente aus Ludwigsburg im ganzen Land unterwegs und erfolgreich. Du bist ihre Reitlehrerin. Die Reitausbildung ist wichtig für junge Leute. Warum? Ja, warum? Also ich denke, das richtig Reiten lernen von der Pike auf, das ist einfach elementar wichtig. Ne? Man sieht es auch immer wieder, wenn Kinder kommen, die vielleicht schon vieles nicht richtig gelernt haben, wie weit der Weg ist, wenn man was Falsches gelernt hat, das überhaupt wieder in die richtigen Bahnen zu bringen. Und wenn man es von der Pike auf gleich richtig lernt, ist es natürlich sehr viel einfacher, das aufzubauen nach und nach. Und dann natürlich, wenn es gut läuft, so wie jetzt im Moment, und es hoffentlich noch lange so bleibt, dass man dann einfach immer den nächsten Schritt gehen kann und in die nächste höhere Klasse aufsteigen kann. Das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Das heißt, beim Ludwigsburger Reiterverein können Kinder anfangen zu reiten, werden dann gewissermaßen angeleitet vom Schulbetrieb, ja, bis zum Turnierstart. Ist das so? Ja, genau. Also so stellen wir uns das vor. Ne? Also das ist natürlich der Idealweg. Also das wäre der Idealweg. Man kann entweder mit der Voltige anfangen oder mit Longestunden, dann Reitstunden auf Schulpferden und dann natürlich die Hoffnung, dass es Eltern gibt, die natürlich auch das Kleingeld haben und auch ein bisschen was investieren wollen in ihr Kind und das Kind auch Spaß und Talent hat, aber beides, und auch fleißig ist. Und dann, dass man dann die Schritte nach und nach gehen kann, ja. Keine Frage, in Ludwigsburg wird Reiten lernen leicht gemacht. Die Vereinsführung denkt markt- und betriebswirtschaftlich. Reitervereine haben es seit einigen Jahren schon mit wachsender Konkurrenz von privaten Bauern und Reiterhöfen zu tun. Aber wer Konkurrenz im Nacken hat, der muss nur eines sein: besser als der Konkurrent. Wie das geht, weiß Reitvereinspräsident Dr. Werner Hildenbrandt. Die Wettbewerbssituation der Reitvereine hat sich dramatisch verändert in den letzten Jahren. Es sind sehr viele neue Anbieter dazugekommen. Landwirte, die die Chance genutzt haben, ihre Stallungen einer anderen Verwendung zuzuführen, die auch Angebote bringen, die allerdings deutlich preiswerter sind als das, was ein klassischer Verein zu bieten hat. Und wir müssen uns ganz einfach von der Qualität unserer Leistung, von der Qualität unseres Services, von diesen Mitbewerbern, die erst in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind, abheben. Und das ist für uns der Grund, warum wir versuchen, wirklich eine Top-Qualität unseren Kunden zu bieten. Wir bieten ein 4-Sterne-Hotel und das muss dann halt auch einen 4-Sterne-Preis kosten. Wenn Sie jetzt kurz beschreiben können, was kann der Reiterverein Ludwigsburg, was andere nicht können? Wo sind Ihre Stärken? Wir haben ein wunderschönes Gelände, das wir vom Herzog von Württemberg gepachtet haben, das alle Möglichkeiten bietet, vom Ausreiten über eine Galoppbahn, über einen Springplatz, über 3 Dressurplätze, davon 2 in der Halle. Wir haben tolle Böden, wir haben einen Personalservice, der wirklich umfangreich alle Leistungen zur Verfügung stellt, die sich ein Reiter vorstellen kann. Und wir bieten noch viele andere Kleinigkeiten. Das geht vom Deckenwaschen bis hin zum Hufschmied, der jede Woche regelmäßig bei uns auf den Hof kommt. Ich glaube, unser Angebot ist sehr, sehr kompakt. Dazu hinkommt. Wir sind in der Nähe der Stadt, sehr schnell erreichbar von der Autobahn. Wir haben tolle Gastronomie, von der 3-Sterne-Gastronomie bis zum preiswerten Pizza-Italiener. Es ist ein komplettes Paket, das wir unseren Leuten anbieten, und darüber sind wir sehr froh. Das Konzept ist ambitioniert, sicher, aber es funktioniert. Nie war die Stimmung im Reitverein besser als im Moment. Mir gefällt im Reitverein Ludwigsburg besonders die Atmosphäre, und der Unterricht bei Sabine Klenk ist sehr gut, und außerdem fühlt sich mein Pferd hier auch ziemlich wohl.
Also mir gefällt es hier so gut, weil halt der Reitverein hat halt ein sehr schönes Gelände und der Gladdy, also meinem Pferd geht es hier super und es wird sich auch echt gut um die Pferde gekümmert. Einfach die Atmosphäre, alles hier ist eine super Stimmung im Stall, alle kommen miteinander klar, es ist einfach, du fühlst dich hier total wohl und die Pferde laufen super, also mit dem Unterricht von Sabine und also ich bin total zufrieden hier, ja. Vor allem gibt es den Ansporn, betreut von der Pferdewirtschaftsmeisterin, einmal bis in die Landesspitze zu reiten. Wie dies zum Beispiel Carla Knob gelungen ist. Mit ihrem Ferriano war sie bereits mehrfach Landesmeisterin ihrer jeweiligen Altersklasse und Teilnehmerin an deutschen Meisterschaften. Sie hat sich in Ludwigsburg Jahr für Jahr verbessert. Sabine Glenk zählt mittlerweile zu den führenden Ausbilderinnen des Landes. Na gut, zum einen muss man natürlich sagen, die Atmosphäre hier ist unglaublich. Vor dem Schloss hier, dem Schlosspark, das ist wunderschön. Man hat eine tolle Atmosphäre hier, immer tolles Zusammenarbeiten, man packt immer mit zusammen an. Es gibt natürlich hochrangigen Unterricht, also es ist immer super, man wird immer toll unterstützt. Die Trainer fahren natürlich auch immer mit aufs Turnier, das ist gar keine Frage, man wird immer unterstützt. Alle Freunde sind hier, man packt hier immer zusammen an und das ist natürlich was ganz Tolles hier. Einmal im Jahr schaut ganz Süddeutschland in den wunderschönen Schlosspark und auf den Ludwigsburger Reitverein. Immer beim Sommerturnier, es ist eines der wichtigsten im Land. Eines der schönsten sowieso. Dann heißt es wieder schöner reiten, mit Lust vor dem Schloss. Sport und Entertainment sind fein aufeinander abgestimmt. Die Bedingungen sind stets vom Allerfeinsten, die Anlage top in Schuss. Da hält der Reiterverein zusammen, einer für alle. Alle für Ludwigsburg. Es ist einfach so, wir sind ganz viele Helfer, also ganz viele Vereinsmitglieder. Das ist natürlich dadurch, macht es einfach, aber wir haben auch ganz viele ehemalige Mitglieder. Ich sage jetzt mal hier an der Meldestelle zwei Stück. Die eine hat Kinder bekommen, hat deswegen kein Pferd mehr bei uns, ist aber dem Verein noch total verbunden und möchte da gerne mitmachen. Oder auch die Sektbar sind auch wirklich Leute, die früher mal ein Pferd hatten, die Kinder jetzt weg sind zum Studieren, aber die trotzdem unbedingt gerne hier mitmachen wollen. Und das macht es auch irgendwo besonders. Also wir haben nichts fremd vergeben, außer eure Filmgeschichte, aber ansonsten wirklich eigentlich alles selber machen und das ist einfach toll und das macht auch wahnsinnig viel Spaß, das alle zusammen machen. So steht so sicher wie das Lustschloss am idyllischen See im Schlosspark auch das nächste Turnier schon im Kalender der süddeutschen Turniere, auch 2017. Einige Talente aus den eigenen Reihen stehen schon in den Startlöchern. Dann heißt es wieder schöner reiten mitten in Baden-Württemberg.